Mein Name ist Jürgen Knieling. Ich befinde mich vor der Klopopov-Universität in Novkropotsk. Der Direktor der Universität, Professor Ostrotow, hat mir einen fatalen Auftrag erteilt. In den tiefen tasmanischen Tannenwäldern soll ich nach gigantischen Lebewesen suchen. Also auf nach Tasmanien. Ta-ta-ta-ta. Tasmanien. Tasmanien. Wunderschönes Tasmanien. Tasmanien meiner Kindheit. Nein, das ist nicht mein Tasmanien. Das ist mein Tasmanien. Da sieht die Welt doch schon gleich ganz anders aus. Ich befinde mich auf dem Ogopongo-Hochplateau, auf dem tiefsten Staudamm der Welt, dem höchsten. 5,72 Kilometer stürzt das Wasser von hier oben in die Tiefe, in das Ogopongo-Flussbett. Ob unter solchen Bedingungen gigantisches Leben entstehen kann oder sich überhaupt behaupten kann, das werde ich gleich mal herausfinden. Hallo? Ist da jemand drin? Hallo? Ein wenig enttäuscht von den gigantischen Schlammwesen, die diesen Kanal behausen und sich nicht filmen lassen, ziehe ich weiter. Ein wundervoller Anblick, nicht wahr? Nirgendwo auf der Welt sind Schrebergärten größer. Und hier kolossaler tasmanischer Staub. Alle Lebewesen hier sind riesenhaft, selbst diese Laterne. Auch beeindruckend das tiefe, titanische, tasmanische Tannenunterholz. Nirgendwo auf der Welt wird Gras höher. Der Fund des Jahrhunderts. Ich habe die abgestreifte Haut einer tasmanischen Riesenschnecke gefunden. Diese Tiere werden bis zu 500 Meter lang, 300 Millionen Tonnen schwer und bis zu 5 Meter tief. Der Spur einer solchen Riesenschnecke zu folgen, sollte relativ einfach sein. Und hier ist die Schnecke entlang gekrochen. Ganze Landstriche hat sie verwüstet. Ganze Bäume hat sie entwurzelt. Hier ist sie lang. Hier ist sie lang. Gott, der Mann, ist das eine Riesenschleimspur, ist das eklig. Da kam sie her. Sie ist wahrscheinlich auf der Jagd. Wenn ich diesem Pfad folge, dieser Schneckenspur, dann finde ich vielleicht ihr Nest. Nur einmal im Leben macht man solche Aufnahmen. Unglaublich. Auf der Suche nach dem Schneckennest stolperte ich über diesen Hüftgelenkknochen eines Pantoffelkäfers. Wohlgemerkt eines tasmanischen Pantoffelkäfers. Nicht irgendein Pantoffelkäfer, nein, ein Hüftgelenkknochen von einem tasmanischen Pantoffelkäfer. Nur einmal im Leben macht man solche Aufnahmen. Nur einmal im Leben macht man solche Aufnahmen. Und hier die Plage schlechthin im tasmanischen Busch. Baumhäuser. Jahrelang hat die tasmanische Regierung versucht, baumhausbauenden Kinderhorden den Garaus zu machen. Aber wenn Kinder groß sind, wachsen immer wieder neue nach. Unverständlich, aber irgendwie wichtig fürs Ökosystem. Und so dreht sich der Kreis halt einfach immer weiter. Doch hier wieder erste Anzeichen von Schneckenschleim. Ha! Ein Schneckenhaus. Und hier der Vorgarten des Schneckenhauses. Feinstes 18er Grün. Doch wo in dieser grünen Hölle brütet diese Bestie ihre Bälge aus? Es wird immer schleimiger, immer ekliger. Irgendwo hier muss das Schneckennest sein. Solche Aufnahmen macht man nur einmal im Leben. Feinster Schneckenstuhl. Und endlich. Solche Aufnahmen macht man nur einmal im Leben. Ich habe das Schneckennest gefunden. Nur wo sind die Schnecken? Wo sind denn die kleinen Schnecken? Ja, wo sind denn die kleinen Schnecken? Ja, wo sind... Oh, da ist ja eine. Mensch. Na, du bist ja niedlich. Ja, du bist ja eine kleine Schnecke. Habt ihr das? Hat die mich angegriffen? Keinen Respekt haben die Viecher. Na, warte. Move away. Tasmanian Giant Snail. Dreckvieh. Kein Respekt, die Tiere. So eine Scheißbrut. Weg mit euch. Jetzt kriecht die mir noch nach, du. Na, warte. Blöderweise hat Tasmanien den gigantischsten Schneckenschutzbund der Welt
Und ich verabschiede mich hier aus dem tasmanischen wunderbaren Kurort. Ich habe es vergessen und wir sehen uns dann irgendwann 2028. Schickt mir Schokolade.